Hi, ich heiße Jan. Ich erkläre euch heute mal, wie mein Arbeitsalltag aussieht, wenn ich eine Filiale betrete. Zuallererst begrüße ich natürlich die Kollegen und hole mir eine Tasse Kaffee, denn ohne die geht natürlich nichts. Als zweites werde ich den Briefkasten leeren. Da schaue ich rein, ob Überweisungen drin liegen oder andere Kundenanliegen. Sollten Überweisungen drin liegen, dann werde ich die alle erstmal prüfen, ob die auch richtig ausgefüllt worden sind. Wenn ich das Ganze dann erledigt habe, ist es auch schon soweit, die Filiale zu öffnen. Dann kommen auch schon unsere Kunden mit verschiedenen Anliegen, zum Beispiel das Online-Banking, Dauerauftrag oder die Mitgliedschaft und natürlich noch vieles weitere. Nach den Öffnungszeiten machen wir dann alle gemeinsam Mittagspause. Das ist nochmal eine echt tolle Möglichkeit, um sich mit seinen Kollegen auszutauschen. Neben dem Kundenservice gibt es auch die Kundenberatung, die auch außerhalb der Öffnungszeiten stattfindet. Hey, mein Name ist Caroline und wie Jan vorhin schon erwähnt hatte, gibt es bei uns ja auch die Kundenberatungen. Ich erkläre euch jetzt, wie diese bei uns ablaufen. Bevor der Kunde zur Beratung erscheint, bereiten wir uns umfangreich auf den Termin vor. Nur so können wir auf alle Wünsche und Bedürfnisse des Kunden eingehen. Während des Termins darf ich als Azubi einige Parts oder die ganze Beratung übernehmen. Wenn die Wünsche des Kunden erfüllt sind, ist der Termin abgeschlossen und wir beginnen die Terminnachbereitung. Die genossenschaftliche Beratung ist bei jedem Kunden individuell angepasst und dadurch ist jeder Tag abwechslungsreich. Nach den Öffnungszeiten machen wir den Kassenabschluss, da überprüfen wir, ob alle Buchungen der Ein- und Auszahlungen übereinstimmen. Außerdem gibt es noch mehr Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel Kundenrückrufe, E-Mails beantworten oder den Geldautomaten befüllen. Wenn dann alles erledigt ist, gehe ich in den wohlverdienten Feierabend. Ciao!